Servus zu Barbecue aus Franken. Heute eine relativ kurze Geschichte, aber so eine kleine besondere Geschichte. Es gibt ein Sandwich und zwar das Elvis Presley Sandwich. Das ist ja schon etwas Besonderes und etwas speziell, so wie Elvis halt einmal war mit seiner Esserei. Und das hat man am Schluss auch gesehen, der hat also ähnliche Tendenzen gehabt wie ich, sprich der Bauch war dick. Gut, schauen wir uns mal an, was das ist und nicht die Nase rümpfen, das ist wirklich lecker. Versucht es einfach einmal, auch wenn die Komponenten im ersten Moment vielleicht nicht so ganz zusammenpassen. So, viel ist es nicht, was wir brauchen. Wir brauchen als erstes einmal zwei Scheiben Toast, also quasi für ein Sandwich. Dann brauchen wir reichlich Butter, nicht das Ganze, ein bisschen was davon, ein bisschen viel davon. Dann brauchen wir einen Bacon, wir brauchen einen Ahornsirup, ist nicht unbedingt zwingend notwendig, aber schmeckt gut dazu. Wir brauchen Erdnussbutter, könnt ihr stückige oder cremige nehmen, ich habe cremige und wir brauchen eine Banane dazu. Wie gesagt, so im ersten Moment schaut die Kombination ein bisschen wild aus, aber gut, jetzt machen wir es einmal. So, in der heißen Gusseisen in der Pfanne toasten wir als erstes einmal die Sandwichscheiben ein bisschen an. Noch ist keine Butter im Spiel, die kommt noch. Die Arbeit könnt ihr natürlich auch im Toaster machen, das geht natürlich dann viel einfacher, weil in der Zwischenzeit könnt ihr dann eigentlich weitermachen. Aber wir machen es jetzt mal komplett hier. Machen wir mal zweite Seite. Ja, jetzt kriegst du langsam Farbe, so passt das. Viel mehr braucht es gar nicht sein, weil kommt dann später ja nochmal in die Pfanne. Also können wir das mal rausnehmen. So, dann dafür ein Butter in die Pfanne rein. In der Butter brauchen wir den Bacon. Und während der Speck gekocht wird, können wir schon mal mit der Erdnussbutter weitermachen. Das heißt also, die beiden Hälften, Quatsch, die beiden Scheiben, schön satt mit Erdnussbutter bestreichen. Zurück zum Bacon. So, die ersten Scheiben sind gleich soweit. So, das war's. Jetzt mache ich die Pfanne erst mal ein bisschen sauber, sprich ich tue sie ein bisschen auswischen und dann kommt frische Butter rein. Also geben wir wieder ganz Flügel rein. In der Butter brate ich jetzt die halbierten, ich habe sie nämlich geschält und halbiert, Bananen an. Im Originalrezept wird die Banane nur zerquetscht und kommt mit drauf. Aber ich meine, so hat es doch nur ein bisschen mehr Aroma und ein bisschen mehr Butter schadet ja auch nichts. Jawohl, genau so sollen die ausschauen. Zweite Seite noch. Die sind jetzt so wie fertig. Ich baue mir die Kamera um und dann können wir unser Sandwich schon mal belegen. Fangen wir mit der Banane an. Und die ist zerbrochen, das schaut aber nichts, weil dann kann ich es gleich ein bisschen schöner drauflegen. Dann reichlich bägen. Und dann tröpfeln wir einfach noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Deckel drauf. Und jetzt gehen wir wieder in die Pfanne. Die habe ich wieder ein bisschen sauber gemacht und jetzt tun wir wieder was rein. Und zwar, ja, lasst es mir raten. Butter. Und da drinnen backen wir jetzt das Sandwich nochmal aus. Drehen wir es mal vorsichtig. Jawohl, ja. Und dann nehmen wir es runter. So. Zwei Spieße rein. Und einmal herzhaft ab durch die Mitte. So schaut es innen aus. Sehr lecker. Das wollen wir jetzt einmal versuchen. Schauen wir mal, was der Elvis so alles gegessen hat. Das ist eins davon. Und ja, er und ich, wir haben ja viel gemeinsam. Also wir essen ganz gerne. Und ja, jetzt probieren wir es einmal. Macht das mal. Ungelogen. Ihr habt jetzt doch nicht irgendwie eine Bananenpampe im Mund oder so. Ihr habt knusprigen Bacon. Runterschlucken. Die Erdnussbutter. Das, ja, in etwas Butter angebratene Toastbrot. Die Banane, die Erdnussbutter, der Ahornsirup. Das passt alles so gut zusammen. Macht es einfach einmal. Wie gesagt, ist eine schöne Überraschung für jemanden, der es noch nie probiert hat, der da geglaubt hat, oh Gott, was macht denn jetzt da wieder? Da könnt ihr mit Sicherheit jemanden davon überzeugen. Ganz klasse. Also mir hat es gut geschmeckt, oder beziehungsweise mir schmeckt es jetzt immer noch. Mir hat es vor allen Dingen gut gefallen. Und wenn es euch so gut gefallen hat,
und ihr mögt, gebt mal einen Daumen nach oben. Hinterlasst gerne einen Kommentar unten. Ich denke, da wird der eine oder andere kommen, wie ist unmöglich oder wie auch immer. Wie gesagt, versucht es einfach mal. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, da kommt jetzt gleich das Logo. Und klickt da bitte drauf, könnt ihr abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder zu einem neuen Rezept. Mal schauen, was wir da machen. Und ich bleibe auf jeden Fall bis dahin, euer Sven. Bis dann. Tschüssi. Der Belgenhalland. Schwer. Und hat kaum Kalorien. Also, heute nicht.